Ich habe mir gedacht, es wäre eigentlich ganz lustig, wenn wir mal heute so ein bisschen auch nochmal in die Querfeldeinschiene gehen. Und dazu packen wir mal gutes Querfeldein-Auto aus. Ford Raptor vielleicht? Boah, das ist... der Ford Bronco soll eigentlich auch ziemlich, ziemlich gut sein, was Querfeldein-Rennen betrifft. Deswegen testen wir den jetzt mal. Auf geht's! Das Cover-Auto. Schauen wir mal, was das Auto kann. Bei nächster Gelegenheit. So, und wir lassen uns die Querfeldeinrennen mal kurz einblenden. Dann gehen wir auf die Auszeichnung, denn wir haben hier das Oasis-Querfeldeinrennen, das wir abschließen müssen. Und wenn wir es gewinnen, ist es auch nochmal gut. Und hier, Flugplatz. Ich wusste gar nicht, dass die Nordschleife hier auch drin ist im Spiel. Wait, das ist Flugplatz? Nee, das ist irgendwas anderes. Oasis und Festival. Ja. Ich habe nicht genug Credits für die Schnellreise, weil ich mir die ganzen Klamotten beim letzten Mal gekauft habe. No! Und ich habe jetzt auch noch ein richtig komisches Design mit so einem komischen Unterhemd. Oh Gott, richtig übler Style gerade. Ups. Ich fühle mich gerade so unfassbar schäbig hier gerade. In 400 Metern links abbiegen. Mal kurz gucken. Ah, ich habe nicht mal meine Mastery Points. Ich habe die auch investiert. Oh Gott im Himmel, ey. Dann einen Weg, schnell Geld zu verdienen. Ja, ich gerne Ausrufezeichen SWS in den Chat oder wenn man auf YouTube unterwegs ist, sehr, sehr gerne Dave Gaming, Forza Horizon 5 schnell Geld verdienen eingeben. Neu berechnet. Gutes Video. In 400 Metern links abbiegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Bei diesen Feldern wird es immer ein bisschen ruckelig, sogar bei mir. Das bedarf noch ein wenig zusätzlicher Optimierung. So, ich gehe mal eine Stufe runter bei den Querfeldeinrennen, ne? Links abbiegen. Digi, sogar die Karosserie von dem Ding ist gut gefedert. Abfahrt. Ha, sehr gerne, Andi. Ehre. So. Mit dem Coverauto zu vielen glorreichen Siegen bei Querfeldein, bitte. Auf geht's. So, Experte, ihr Lieben. Mal schauen, was jetzt geht.
Ich dachte, der Checkpoint wäre viel weiter rechts. No! Ehre für den Raid. Moin an alle, die mit rüberkommen. Moin an alle Raider. Was habt ihr Schönes gemacht, ihr Lieben? Ich bin gerade hier highly... Fokus, so wie hier. Nice. Takes Two gespielt. Nice. Das ist cool. Das war ja dieses Koop-Spiel. Puzzlespiel, ne? Wo man auf den anderen auch sehr viel angewiesen ist, dass der auch hoffentlich was Gutes macht. Ja, Famous, Auszeichnung und online funktioniert noch nicht. Da stimme ich zu, das ist ein bisschen schade. Ach, da ist Flugplatz Querfeldeinstrecke. So, hoffentlich hat das jetzt mit diesen Erfolgen geklappt bei Willkommen in Mexiko. Desierto-Fahrt und querfällt ein Flugplatz. Bei nächster Gelegenheit wenden. Route wird neu berechnet. Easter Eggs sind immer gut. Schlari. Ja, Straße brauchst du mit dem Ford Bronco nicht. Da funktioniert es so besser. Du bist 11. in der Rangliste weltweit. Alter, krass. Wie viel Spielzeit hast denn du? Gibt es aus die Tuning Downs oder Horizon Arcade, was einfach nicht geht? Ja... Kannst halt nichts machen. Ich kann sagen, mach dir nicht den Stress. Einfach auf den Hotfix warten. Nicht deins. Ja, sag ich doch. Offroad fahren ist nicht meins, aber muss mit dem Bronco auch nicht machen. Jo, danke Scorpion. Gute Nacht dir. Karma.
famous. Mein Lieblingsauto ist der Alpine A110. Also der noch moderne Alpine. Liegt wie ein Brett. Warum es so viele Autos gibt, wo du kaum Motorswaps machen kannst. Naja, das ist halt jetzt mittlerweile, finde ich, sinnvoller. Also, keine Ahnung, früher konntest du gefühlt einen V12 in eine Isetta packen. Das war mir dann immer so ein bisschen too much, dass du irgendwie jedes Auto auf 1400 PS oder so tunen konntest. Das war in Forza Horizon 3 echt schlimm. Aber da war das halt so echt krass, wo du bei fast jedem Auto gefühlt dieselbe Endleistung hattest. Ich bin so froh, dass ich bei diesen Sounds gar nicht so, bei den ganzen Motorsound-Sachen, dass ich da gar nicht so sensibel bin. Dass ich da gar nicht so sensibel bin, weil ich sitze immer da und denke mir so, wow, Motorsound halt, ne? Klingt wie ein Motor. Lambo Sesto Forza Edition. Schon 5 Kilometer. Ja, nett. Da kann ich mir Schnellreisen wieder leisten. Immerhin. So. Zweites Querfeld ein Event geschafft. Mal kurz gucken. Auszeichnung. Willkommen in Mexiko. Oder Mexiko. Mexiko. Wie auch immer man es ausspricht. Das Grip-Rennen muss ich noch abschließen. Und Desierto Fahrt. Was ist Desierto Fahrt? Das ist mal ein neues Querfeldeinrennen. Das sind wir schon mal gefahren. Oh, quer durch den Dschungel. Da hätte ich mal Bock drauf. Fahren wir mal quer durch den Dschungel. Dave spielt heute League of Legends als Jungler. Erstmal Warwick spielen. Donnerwetter. Machst du das mit allen Rennkoordinatoren oder nur... Ist Warwick eigentlich immer noch viable oder eher nicht so? Als ich mit League of Legends angefangen hatte damals, war der eigentlich ziemlich gut. So. Jo, gute Nacht, Schlari. Ach, Desierto dürfte ich schon gefahren sein, aber habe ich noch nicht gewonnen. Mal blöd gefragt, Famous, wie viele Auszeichnungspunkte hast du denn? Ich finde eine Sache so ein bisschen schade. Man hat ja im Vorhinein damit geworben, dass man bei den Fahrzeugen, bei den Cabrios, das Verdeck öffnen und schließen kann. Und im Endeffekt geht es bei 2 Autos, glaube ich. 845.000. 550, das ist krass. Das ist stark. Thank you.
Ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, mit Sicherheit, aber vorhin gab es zumindest für mich den Tipp, dass man bei Rivalen noch viele Punkte holen kann. Ja, vor allem das mit den Cabrios wurde halt groß angekündigt und im Spiel ist es halt nur für zwei Autos drin. Für 9Z4 ist es halt auch nicht drin, wo ich mir halt denke so, ja Brudi, dann kannst du es ja auch eigentlich gleich sparen, das Feature groß zu bewerben. Also ich bin ehrlich, ich habe ab einem gewissen Punkt nichts groß anders machen können und bin trotzdem nur Vierter oder Fünfter gleich. Am Anfang hätte ich mit Sicherheit ein bisschen flotter sein können, aber ich hätte das Rennen so oder so wohl nicht gewonnen. Ändere gerade mal ein bisschen was an den Mikro-Settings nochmal. Ich gebe mir mal ein bisschen mehr Kompressor, glaube ich. So, dann sagt mir mal gerne, ob sich noch ein Ticken anders anfühlt. So. Weiß-grünes Sakko. Ah, gewinne alle. Okay, gut. Das dauert einen Moment. Fahren wir doch das hier. Auf geht's. Also ich habe 430.200 Auszeichnungspunkte. Kann man dich denn dann auch sehen, Famous, bei der Rumus-Halle? Also sieht man dann deinen Namen, wenn man bei den Bestlisten ganz nach oben geht? Das ist halt natürlich auch mal wieder so ein nettes Schmankerl dann. Moin, Royson. So. Ich frage mich halt, wie krass die KI dann auf Profi oder unschlagbar ist, wenn die halt jetzt schon im Prinzip für mich nicht erreichbar war in dem Rennen eben. Gute Nacht, Fabs. Na, Fab. Party.
wieder einfach kurz so einen kleinen Schub hatte und dann langsamer wieder wurde. Ja, das wird P4. In den letzten 2-3 Kurven kriege ich den und dann wird's P4. Okay, diese Aussage ist nicht gut gealtert. Also ich mag Forza Horizon 5 echt gerne, aber das Balancing ist derbe, wirklich derbst schlecht einfach. Es gibt ein Querfeldeinrennen, das gewinnst du, dann wirst du Zweiter oder Vierter oder so, ohne Chance auf Sieg, aber ist okay. Und dann gibt es ein Rennen, wo du überhaupt gar keine Siegchancen hattest. Weiß ich nicht. Gibt es 300 Hertz Monitore mittlerweile? Ich glaube 360 Hertz Monitore gibt es tatsächlich. So, damit würde ich sagen, gucken wir beim nächsten Mal, dass wir wieder ein Auto fahren, was mir dann etwas besser liegen dürfte. Und da kenne ich schon eins.